Mein Rückschlag, der mir immer in Erinnerung bleibt, war eigentlich 2013. Da war die EM in Schweden. Ich war davor eigentlich immer Stammspielerin in der Nationalmannschaft, war dann aber gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen. Da meinte dann die Trainerin zu mir, ja Mel, du bist im Moment halt nicht unter den ersten 11, du bist dann vielleicht Nummer 16, 17, 18. Bin dann auch mitgegangen, habe dann einen Kurzeinsatz gehabt in einem dritten Gruppenspiel, wo es eigentlich um nichts mehr ging. Und ich habe natürlich gedacht, das war eine gute Leistung und ging dann davon aus, okay, ich kriege vielleicht noch ein bisschen mehr Einsatzzeiten. Schlussendlich habe ich keine Einsatzzeit mehr gekriegt und das war dann für mich schon schwierig, weil man dann auch ja, und die Gespräche nicht mehr hat mit dem Trainer, mit den Spielerinnen, dann bist du halt einfach dabei, aber nicht wirklich dabei. Und ich weiß noch, dass ich dann aufs Zimmer gegangen bin, erstmal geheult, weil ich es einfach nicht verstehen konnte und mir das auch wehtat. Und dann habe ich eine Bibelstelle gefunden und die würde ich jetzt auch mal gern vorlesen. Die steht in Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Und es war dann für mich so ausschlaggebend, dass ich eigentlich so das ganze Vertrauen immer in die Trainerin gesetzt habe. Die Trainerin entscheidet, wenn sie irgendeine Entscheidung trifft, dann ist es so. Schlussendlich eben habe ich dann den Vers entdeckt. Und für mich war es dann ja total klar, dass ich gemerkt habe, ich habe eigentlich nur mein ganzes Vertrauen in den Mensch gesetzt, also in die Trainerin und gar nicht auf Gott. Und dann habe ich wirklich die Entscheidung in dem Moment getroffen, okay Jesus, wenn das hier stimmt, ich lege dir jetzt alles in deine Hände.